Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Warm-Up-Episode von Project Cars. Wir fahren heute den Audi R8 LMS Ultra in Brands Hatch oder auf Brands Hatch. Die Sonne scheint, 14 Uhr, schöner Nachmittag, herrlich. Und ja, eins vorweg, es wurde ja gewünscht, dass ich ja irgendwie mal ein Rennen fahre, also mit Gegnern und so weiter. Das Problem ist aber, dass in der Beta natürlich nicht alles wunderbar läuft. Und sobald ich mit Gegnern fahre, ordentlich die Frames droppen. Ne? Ob ich jetzt mit 3 Leuten fahre oder mit 10 Leuten fahre oder mit 31 Leuten. Die Frame-Einbrüche sind die gleichen. Das heißt, es liegt schon mal nicht an der Menge der Fahrzeuge. Das Spiel wird von Nvidia, gepusht, wollte ich sagen, supported. Sodass höchstwahrscheinlich AMD etwas, ja, hinten dran hinkt. Ich hoffe mal, zum Release wird sich das Ganze ändern. Aber hier spürt man das ganz schön deutlich. Also es winkt noch neben jede Menge Arbeit für die Entwickler. Ich hoffe, das kriegen die hin. Deswegen werde ich jetzt erstmal einzelne Strecken fahren. Natürlich alleine, weil die Performance muss ja stimmen. Aber es wird trotzdem ganz cool. Ne? Ich meine, bis zum 2. April dauert es auch nicht mehr so lange. Das kriegt ihr schon alles ausgehalten. Ich würde sagen, wir fahren aus der Box. Und dann läuft das schon. Und ihr merkt schon am Sound, richtig geil. Hier sind die Kameraperspektiven für Cinnamon extra für dich. Und man merkt doch am Sound, ist doch nicht alles perfekt. Hier hört es sich recht billig an. Aber der Sound, der ähnelt sehr, sehr an The Crew von meinem Gallardo. Und diese Dachkamera, die fand ich schon in Gran Turismo 4, gab es die, glaube ich, das erste Mal. Ich weiß nicht, ob sie danach auch noch vorhanden war, aber ich fand die so geil. Aber so finde ich es irgendwie immer noch am geilsten. Ich muss das Auto irgendwie sehen. Bei der Formel 1 Kiste ging das eigentlich im Cockpit. Ja gut, Cockpit war ich jetzt nicht direkt, sondern eher so an der Airbox oben. Aber das kennt man so von der Formel 1. Deswegen ist das für mich nichts Ungewöhnliches, aber bei solchen Fahrzeugen liebe ich das einfach außen zu fahren. Aber man merkt, dass das Streckenlayout ganz anders gebaut worden ist als in Grid Autosport. Das ist hier alles viel enger, viel schmaler. Und du kannst gewisse Streckenpunkte nicht Vollgas fahren. Du, hier ist es zum Beispiel ein bisschen auseinandergezogen, die Kurve. Die war ein bisschen enger in Grid Autosport. Und hier ist es allgemein viel, viel schmaler. Und hier kannst du nicht einfach mal Vollgas fahren. Genauso wenig wie hier. Und in den nächsten schon gar nicht. Gibt es natürlich noch ein paar nette Features. Wie zum Beispiel das hier. Schön die Telemetriedaten.
So fahren ja die meisten in den Videos, damit das schön clean ist. Alles sehr, sehr interessant. Hier muss man sich wirklich sehr, sehr konzentrieren. Aber dafür macht das so viel Spaß.
Komm, einmal noch. Okay. Das war's dann. Boah, ey, das ist so anstrengend. Das glaubt ihr gar nicht. Alter Schwede. 1,27,058. Also da ist jede Menge Luft nach oben. Also ich bin das Ding jetzt auch zum ersten Mal gefahren. Beziehungsweise vorher habe ich 2 Runden zum Warmfahren gehabt. Ist schwer. Ist richtig schwer. Es wird sich noch beim Handling wird sich noch eine Menge tun. Kann durchaus sein, dass ich meine Lenkrad-Settings verändern muss. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ziemlich cool. Ich hoffe, dass wir das mit der Hardware-Performance da ordentlich hinkriegen. Weil sonst wird das natürlich keinen Spaß machen, wenn du da online, weiß ich nicht, mit 30 Leuten spielst und das voll am Laggen ist. Das macht natürlich auch keinen Spaß. Ja. Ich denke mal, es wird jetzt so für Zeit zu Zeit oder von Zeit zu Zeit ein paar Videos geben von Project Cars. Bis zum 2. April. Und dann, na, zum finalen Showdown, ja, wird es dann, ja, ein Feuerwerk geben. Gut, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein!